Hallo und herzlich willkommen zur 23. Ausgabe von Debate. Wir freuen uns über alle Leute, die eingeschaltet haben. Wir freuen uns fast noch ein bisschen mehr über die ganzen Leute, die hier jetzt sitzen und dass wir endlich wieder Live-Publikum haben können. Mit diesem Debate feiern wir nämlich gleichzeitig noch die Wiedereröffnung von unserem Makerspace, in dem wir hier gerade stehen. Und ja, erstmal eine kleine Vorstellungsrunde. Das hier ist Sebastian. Ein unserer Co-Geschäftsführer, der gleich einen Vortrag halten wird. Ich bin Caro, ich bin die PR-Leitung und jemand, den ich noch vorstellen müsste, wäre Yannick. Er ist ein neues Gesicht bei Cardus und darf selber erzählen, was er hier macht. Ja, hallo, ganz frisch dabei und ich werde mich hier so um Koordinationszeug im Makerspace kümmern und so mich um den Ehrenamtsaufbau, das wird so meine Aufgabe sein und ja, freue mich dabei zu sein. Wenn ihr also mal bei uns vorbeikommt, dann werdet ihr vermutlich als erstes auf Yannick treffen im Makerspace. Genau. Heute in diesem Vortrag jetzt geht es aber vor allen Dingen erstmal auch nur um uns. neben unseren Langzeitprojekten, die wir in Syrien und im Irak zum Beispiel betreiben, haben wir nämlich auch ein Nothilfeteam, das Emergency Response Team. Und Seb erzählt uns jetzt erstmal, was dieses Emergency Response Team im letzten Jahr so gemacht hat und was die Pläne für 2022 so sind. Wenn ihr Fragen habt und im Stream zugeschaltet seid, dann könnt ihr die gerne im Chat stellen. Die werden dann uns übermittelt. Und für alle Leute, die live hier sitzen, können einfach nach dem Vortrag noch Fragen stellen. Ja, dann übergebe ich mal an Seb. Viel Spaß. Okay, ja, ich freue mich mal wieder, so eine Debate machen zu dürfen oder reden zu dürfen. Ich hoffe, ich erzähle nicht zu viel Quatsch. Ich bin ganz schön angeschlagen, aber die wundervolle Caro hat mich gerade mit Aspirin komplex vollgepumpt. Das sollte vielleicht was werden. Wir hatten ja schon so ein bisschen in der Ankündigung gesagt, dass halt das Thema der Emergency Response im letzten Jahr war so Innovation versus Bürokratie. Und wer unseren Vortrag auf dem RC3 gesehen hat, da ging es auch schon mal darum, was ist eigentlich dieses EMT, wieso machen wir das eigentlich? Und ich würde da nochmal ganz kurz quasi drauf eingehen. Und zwar EMT, Emergency Medical Team, ist eine Klassifikationsgeschichte, die sich im Endeffekt von der WHO, die wurde entwickelt nach dem Erdbeben auf Haiti 2010, weil da gesehen wurde, dass halt sehr schnell nach dieser massiven Katastrophe mit über 200.000 Toten, mit unzähligen Verletzten, krassen Bildern, die es natürlich dann medial gab, dass sehr schnell nicht nur Hunderte, sondern Tausende NGOs aufgetaucht sind. Und da war die Frage, was ist denn überhaupt eine medizinische Hilfsorganisation? Eine medizinische Hilfsorganisation kann ja alles sein zwischen MSF mit langjähriger Erfahrung, sehr hoher Professionalität, fantastischem Equipment, guten Abläufen, aber auch zwei Menschen aus dem Bible-Belt, die mit einem Koffer voll zusammengewürfelter Medikamente anreisen. Ne? Weil erstmal ist dieser Begriff ja sozusagen nicht definiert. Da war so der Versuch danach zu sagen, wir müssten ja eigentlich, um Hilfe effektiv leisten zu können, sagen können, eine NGO oder eine Organisation, die kommt, die möchte sich eigentlich einteilen können oder wissen können, was kann sie eigentlich. Ja, also sowohl von den Kapazitäten her, von den Kompetenzen her. Und so ein bisschen kann man sich das vorstellen, wie halt vielleicht ein so QM-Management, wer das jetzt hier so in Deutschland kennt. Ne? Ist ja oft so pain in the ass. Ne? Das hat auch schon existente Strukturen. Von außen auf mal drauf geguckt wird und gesagt wird, macht ihr eigentlich alles so, und wenn ihr was macht, nach welchen Standards und so weiter und so weiter. Dieses Konzept Emergency Medical Teams unterteilt in drei Stufen. Es gibt EMT 1, 2 und 3. Und 1 ist nochmal unterteilt in Fix und Mobile. Und es ist ein bisschen, würde ich jetzt so sagen, es ist wie ein Versuch eines Qualitätsmanagements auf internationalem Level, was aber mit sich bringt, die WHO kann ja sozusagen Staaten nicht vorschreiben oder Organisationen aus Staaten nicht vorschreiben, welchen Level, welche Standards sie erfüllen müssen. Das geht halt nicht, weil die Staaten haben ja sozusagen noch ihre nationale Hoheit. Die WHO kann nur sagen, es gibt einen Mindeststandard. Der wurde mal festgesetzt, wird eigentlich, um sozusagen EMT nennen zu können, muss ein Mindeststandard eingehalten werden. Wie immer, wenn man versucht, sowas zu definieren und halt wenige Schubladen für ein umfassend und ganz, ganz buntes Bild sehr, sehr vieler Organisationen aufzustellen, dann wird es natürlich schwierig, weil man fängt tatsächlich an,
alles eigentlich zu versuchen zu erklären, ne, Regeln, Normen zu finden und zu sagen, so, wo fangen wir eigentlich an, wo hören wir auf? Und so ging es genau mit. Es ging um tatsächlich Trainings. Wie sind die Mediziner und Medizinerinnen, die entsendet werden, wie sind die trainiert? Was für Equipment müsste vorgehalten werden, für welche Tätigkeiten eigentlich? Wie sind die Prozesse aufgestellt? Das geht bis hin zu der Frage, wie beschaffen wir eigentlich bestimmte Dinge? Und es hat alles schon seinen Sinn tatsächlich. Ne? Weil man kann natürlich sagen, wie ist das denn in einer Katastrophenregion? Ich komme jetzt dahin als Hilfsorganisation, ne? Und sage, ich tue hier Gutes. Und dieses Gute müsste ja in dem Moment ganz kurz mal definiert werden. Da gibt es halt als erstes so diesen Oberbegriff Do No Harm. Und das war das Leitende, glaube ich, ne, bei der ganzen Klassifikationsgeschichte, dass gesagt wurde, wenn Organisationen in ein anderes Land gehen und dort helfen wollen, dann dürfen sie als allererstes mal nichts verschlimmern. Und da kommen wir aber ganz schnell von einer sehr praktischen Diskussion zu einer sehr theoretisch, moralisch-ethischen Diskussion. Weil tatsächlich, was heißt das denn, do no harm? Ne? Also, wir können jetzt ja sagen, Grassroots, die versuchen auf den Refugee-Routen zu helfen, die sagen sehr schnell, ey, wir versuchen wenigstens irgendwas zu machen, können wir nicht mit Standards, können wir nicht mit Qualität, können wir nicht mit so Einordnung. Ja, ist es besser, als gar nichts zu tun? Das hat irgendwo schon seinen Sinn. Andersrum ist natürlich so, bei internationalen Katastrophen, wo auch viele Gelder fließen, wo viele Spenden fließen, da ist natürlich die Frage, ist das in Ordnung, ja, in ein anderes Land zu gehen, wo vielleicht sozusagen auch so Regulatorien nicht so eng gefasst sind und da so ein bisschen wie im Wilden Westen halt Medizin zu machen. Das hat man auf Haiti gesehen. Da sind Organisationen gekommen, die haben im Feld wildeste Sachen gemacht. Das erlebt man in Katastrophengebieten immer wieder. Da werden Wunden genäht, Tage nachdem, ne, die Verletzung passiert ist. Da werden Medikamente verabreicht von Personal, das in dem Land, wo es herkommt, nie im Leben Medikamente verschreiben oder auch ausgeben dürfte. Und das ist schon eine Frage. Ist das eigentlich okay oder ist es nicht okay? So wie vielleicht so, zu der Frage, wieso haben wir damals uns überhaupt überlegt, diese Klassifikation mitzumachen? Aus diesem Klassifikationsprozess heraus ist natürlich irgendwann entstanden, wenn du immer sozusagen den Mindeststandard definierst und sagst, wie wird das eigentlich geregelt, wie wird das geregelt, wie wird das geregelt, entwickelt sich schnell eine Eigendynamik. Und das ist das, was wir, glaube ich, für uns als Kratos so ein bisschen so angefangen haben zu kritisieren. Wenn wir ein EMT, ein Emergency Medical Team, nach Standard der WHO haben wollen, dann wird für die niedrigste Klassifikationsstufe, die dafür gedacht ist, 50 Patienten und Patientinnen pro Tag ambulant zu versorgen, ein unfassbares fordert. Könnt ihr euch so vorstellen, ungefähr 2,5 Tonnen Material, weil der Anspruch ist, mindestens 14 Tage komplett self-sufficient zu sein. Was Strom angeht, was Wasser angeht, was Sanitäranlagen angeht. Das heißt, ich gehe in ein Land, versorge 50 Patienten ambulant, was bedeutet keine invasiven Maßnahmen. Also mehr oder weniger wirklich ganz basismäßige, ganz, ganz einfache medizinische Versorgung. Und dafür habe ich aber einen unfassbaren logistischen Aufwand. So, ne? Im Endeffekt hat sich so ein Konzept entwickelt, fast alle EMTs weltweit haben ähnliche Strukturen. Wenn man sich die deutschen EMTs anguckt, die Lösungen sind nachher irgendwann halt doch immer gleich. Ne? Also wie baue ich Behandlungsplätze auf? Wie mache ich das mit dem Wasser? Wie mache ich das mit dem Strom? Und daraus kommt dann sowas, dass halt am Ende des Tages ich für einen relativ kleinen Output, unserer Meinung nach, eine unfassbare Logistik aufstellen muss, die meiste Zeit aber auch hier im Regal lagern wird. Ja, das sind sozusagen, wir waren ja letztes Jahr auf Lesbos im Einsatz. Lesbos ist, der Begriff sagt euch ja allen was, Lesbos ist im Endeffekt, das ist eine Ferieninsel. Die hat eine total gut ausgebaute Struktur. Auf eine Ferieninsel zu gehen und Wasserfiltration mitzunehmen, um self-sufficient zu sein, das ist natürlich irgendwo lächerlich. Ne? Und das bedeutet, klar, diese Klassifikation der WHO, die hat irgendwo ihren Sinn moralisch-ethisch, in der Praxis nachher ist sie in ganz vielen Fällen ist die Quatsch. Ja? Das führte wirklich zu solchen Blüten. Wir haben ja auf Lesbos ein norwegisches Team abgelöst, ein medizinisch unfassbar gutes Team, alle super nett, norwegisches Staatsteam. Die sind nach Lesbos eingeflogen mit einer Antonov, heißt es, glaube ich, größtes Transportflugzeug der Welt, auf Lesbos gelandet, hinten aufgemacht, 90 Paletten Material. Die sind mit 3 Paletten Trekkingnahrung auf Lesbos angekommen. Das muss man sich mal vorstellen tatsächlich. Ne? Also wo halt an jeder zweiten Ecke ein Restaurant ist, die Leute freuen sich darüber, Kundschaft zu haben, gerade während der Pandemie, komme ich an als EMT, sage ich, bin safe sufficient, ich habe meine Wasserfiltration, hier habe ich meine Trekkingnahrung. Wir haben die auch gegessen, ist okay.
aber ist halt schon Quatsch. So. Man braucht nicht nur das Material, man braucht vor allem Prozesse. Und da hatten wir am Anfang gesagt, so, Prozessbeschreibung, boah, wie scheiße. Spannenderweise änderte sich das bei vielen von uns, bei mir zum Beispiel auch. Ich finde das mittlerweile ganz cool, wirklich mal hinzugucken an viele Sachen, wo man oft nicht drüber nachdenkt. So Strom, Generator, wer darf den überhaupt bedienen? Wer darf den aufstellen und wie funktioniert der eigentlich? Ich habe auch schon mal im Irak das falsche Betriebsmittel reingeschüttet und dann hast du erstmal nachts kein Licht. Das ist schon ganz cool, das aufzuschreiben, sich das zu überlegen als Organisation, wie mache ich das eigentlich? Und viele Prozesse machen ja auch Sinn, ne? Mal zu definieren, zum Beispiel, wie ist es, wenn ich mit Locals zusammenarbeite? Wie sorge ich dafür eigentlich, dass das eine faire Einstellungspolitik ist? Wie sorge ich dafür, dass halt sozusagen der Zugang zu dem, was ich ja quasi auch mitbringe, gerecht verteilt ist? Ist nur so, dass es natürlich vom Hundertsten ins Tausendste geht, das sind immer so Excel-Listen mit Dingen, die wir im Endeffekt halt darstellen müssen. Da haben wir uns früher keinen Gedanken drum gemacht. Ne? Power Calculation, Fuel Management, fahren wir tanken im Einsatzgebiet. Aber sich mal Gedanken darüber zu machen, wie mache ich das eigentlich, dass ich wirklich, wenn ich einsatzfähig bleiben will, das alles mal sozusagen zu entwickeln, ist gut auf der einen Seite und zeitgleich wieder, was könnte man daran kritisieren? Das sagt natürlich schon ganz klar, dass total viele kleine Organisationen von dem System einfach systemisch ausgeschlossen sind. Also wie kann sich eine Grassroots-NGO das quasi überhaupt leisten, personell und kapazitätsmäßig all das quasi aufzustellen? Da entstehen ganze Bände, ganze Textbände. Ja, am Ende des Tages war es so, wir wollten darüber sprechen, was haben wir dieses Jahr eigentlich gemacht. Wir haben eine größere Förderung bekommen mit dem Auftrag quasi, ein Mobile Hospital zu bauen. Wir hatten ja schon mal ein Mobile Hospital, das haben wir im Endeffekt in den nordostsyrischen Gebieten an unsere Partnerorganisationen übergeben. Und da war für uns so ein bisschen die Frage, okay, EMT ist ja gut und schön, aber was für Einsätze haben wir in den letzten Jahren eigentlich gemacht? Und wo sehen wir sozusagen die Probleme der Zukunft tatsächlich auch? Sehen wir das in diesem EMT-System, die Lösung und auch unseren Weg? Wie ist es eigentlich, lässt sich dieses EMT-System verbinden mit dem, was wir eigentlich auch immer wieder machen wollen, nämlich schnell, flexibel, legal, illegal, müssen wir mal schauen, auf den Refugee-Routen zu interagieren, wenn Dinge passieren. Wir wollen schnell da sein, wir wollen schnell helfen, wir wollen effektiv helfen, wir wollen aber auch tatsächlich nach gewissen Standards helfen. Verträgt sich das miteinander? Und da haben wir tatsächlich gesagt, ja, eigentlich schon, es ist ein ganz schöner Spagat tatsächlich. Diese EMT-Klassifikation anzugehen, ist definitiv nicht falsch, aber wir wollen sie, wie gesagt, nicht so machen, wie sie halt viele Organisationen dann vielleicht auch machen, beziehungsweise wir wollen sie nicht nach diesem Standardpaket machen, sondern wir wollen versuchen, aus diesen Anforderungen das so weit sinnhaft zu entwickeln, dass wir am Ende des Tages sagen, wir haben hier kein Material, das, man gibt ja den schönen Begriff Staubfänger, weißt du, ob ihr das kennt, das hatten meine Eltern immer auf so den Fensterbrettern stehen. Also Sachen, die einfach rumstehen, die nie in den Einsatz kommen. Das wollten wir tatsächlich verhindern. Wir wollten nicht eine Organisation sein, die halt so Lagerkapazitäten voll hat mit Material, das aber am Ende des Tages nie in den Einsatz geht. Das heißt, wir haben aus dieser Fördersumme und aus dieser EMT-Klassifikation versucht, einen gemeinsamen Prozess zu machen und gesagt, so okay, wenn ich Strom vorhalten muss, wenn ich einen Generator haben muss oder wie auch immer ich Strom produziere, wie kann ich das denn so sinnvoll gestalten, dass ich trotzdem guten Gewissens in Einsätze nach Lesbos gehen kann, auf den Refugee-Routen unterwegs sein kann, vielleicht mit dem Flieger in Einsatz gehen kann, wo ich weiß, ich mache nur Covid-Response-Einsätze, wo ich das alles nicht brauche und trotzdem diese Anforderungen der Klassifikation erfüllen. Und da haben wir gesagt, okay, wir entwickeln ein modulares Konzept. Modulares Konzept klingt erstmal voll gut, ist eh schon mal nicht so schlecht. Ne? Wording ist ja wichtig. Und letztendlich haben wir gesagt, wir würden dann einfach mal alle Teilbereiche, die es bei so einem Mobile Hospital, bei einem Emergency Medical Team, bei so einer Einsatzresponse gibt, versuchen auseinanderzunehmen und zu sagen, was ist denn da eigentlich gefordert? Man sieht mal so ein paar Beispiele. Ich sage mal zum Beispiel Strom. Wollen wir uns einen Generator kaufen, der genau das abbildet, wenn wir genau ein Maximal-Set EMT in Einsatz gehen? Nein, wenn wir Strom anfangen müssen, wenn wir tatsächlich Leute sowieso suchen müssen oder ausbilden müssen, die sich damit auskennen, dann wollen wir jeder einzelne Komponente, die wir in diesem modularen System haben, eine eigene Sinnhaftigkeit geben.
Das bedeutet, wenn wir Dinge anschaffen, die Strom produzieren, dann wollen wir das so aufstellen, dass wir allein mit dem Strom auch quasi einen eigenen Einsatzzweck, einen eigenen Sinn erfüllen würden. Das soll bedeuten, wir können sagen, ja klar, wir gehen als medizinisches Team in Einsatz, nehmen einen Generator zum Beispiel mit. Wir können aber auch nach einer größeren Katastrophe sagen, wir gehen mit mehreren Generatoren los, versuchen ein Krankenhaus zum Beispiel, das vom Strom abgeschnitten ist, wieder zu versorgen. Wir versuchen halt an die Leute ranzukommen, die wir kennen, über unsere Netzwerke, CCC, Fusion, wie auch immer, die sich mit Strom auskennen, versuchen zum Beispiel in der Lage zu sein, auch vor Ort Dinge zu machen, die andere NGOs nicht machen. Stromnetze, jetzt rede ich vielleicht Quatsch, weil ich keine Ahnung davon habe, wir können jetzt so Stromnetze gucken, ob das passt und ob die sicher sind oder nicht. Es gibt ganz, ganz viele Bereiche, die jetzt sagen, in diesen einzelnen Komponenten super viel Sinn machen und normalerweise nicht abgebildet werden. So. Und da kann man mal bei so ein paar Punkten schauen. Das ist jetzt so mal so beispielhaft, was wir mit dieser Fördersumme aufgebaut haben. Wir haben natürlich klassisch PHC, Primary Healthcare. Das ist das, was immer gefordert ist, was wir ganz klar brauchen für diese Mindestqualifikation. Wir haben zum Beispiel aber auch gesagt, okay, wir kaufen doch jetzt nicht irgendwie Tracking-Nahrung und stellen hier irgendwie etwas, was ich, 2 Paletten Tracking-Nahrung irgendwie ins Lager. Ich mag die ja ganz gerne, aber ne, so, wofür? Stattdessen, wenn wir es sowieso machen müssen, dann gucken wir uns das einfach mal an sich so an und versuchen, diesem einzelnen Modul wieder eine Sinnhaftigkeit beizugeben. Haben halt mit No Border Kitchens gesprochen, haben mit den Mecklenburgern gesprochen, haben mit den Mecklenburgern zusammen angefangen zu sagen, ey, dann bauen wir jetzt ein richtig geiles, mobiles Küchenkonzept, das für sich alleine aus dem Sprinter aus zum Beispiel in der Region, wo es gerade notwendig ist, irgendwie heiße Suppe ausgeben kann. Wir erfüllen damit natürlich die Standards. Wir beschreiben die Standards, wie es sein muss. Das heißt, das Ganze hat ein Hygienekonzept, das Ganze hat ein Versorgungskonzept, das Ganze wird mit SOPs unterlegt. Wir können aber nach wie vor grassroots-mäßig, flexibel, mit einer zu diskutierenden Legalitätskomponente auf den Refugee-Routen helfen und können aber trotzdem halt sagen, wir gehen auch quasi den Schritt weiter und sind als international zertifiziertes EMT in der Lage, tatsächlich bei diesen anderen Katastrophen auf dem gleichen Level zu spielen. Dahinter verstecken sich die Begriffe, die können wir aber so teilweise mal durchgehen. ICU zum Beispiel, Intensive Care Unit, das sind intensivmedizinische Kapazitäten. Die sind normalerweise, haben NGOs nicht wirklich Lust, die aufzustellen, weil es natürlich verdammt aufwendig ist. Ne? Das heißt im Endeffekt, ich habe ein intensivmedizinisches Bett, ich brauche das Personal, das ich ausbilden muss, ne? Dass das kann. Im Feld heißt es tatsächlich, Überwachungsbetten anzubieten, die bei Bedarf sogar Beatmungskapazitäten haben. Das ist, ne, in so einer Situation schon wieder, wenn ich das als EMT, nur als EMT anschaffen würde und auf den Einsatz warte, wo das irgendwie notwendig ist, dann habe ich verdammt viel Geld mir ins Regal gestellt, ne, das einstaubt und im Endeffekt halt nichts Gutes tut. Wenn ich das als Modul beschreiben kann und sagen kann, diese Intensivkapazität an sich kann ich auch tatsächlich wie bei so einem Baukastensystem, ja, so humanitäres Baukastensystem, kann ich nehmen, kann ich entsenden, kann ich an andere Organisationen ankoppeln, kann ich an Krankenhäuser vor Ort ankoppeln, kann ich halt wie auch immer, wo es gefordert wird, entweder zusammen mit meinem Konzept oder rausgelöst davon eigenständig entsenden, dann hat es für sich eine eigene Sinnhaftigkeit. Die Realität wird nachher zeigen müssen, ob das tatsächlich, ne, so passiert, ne, ob das wirklich so ist, dass wir dadurch einen höheren Durchlauf unseres Materials haben, ob das wirklich so ist, dass wir weniger im Regal rumstehen haben und weniger verstauben lassen. Aber es tun sich halt viele Einsatzmöglichkeiten dadurch auf, dass wir sagen können, wir haben ein Mobile Hospital, wir haben dann hoffentlich ein klassifiziertes EMT, wir haben aber auch so einzelne Dinge, die für sich sowas von dermaßen Sinn machen. Zum Beispiel hinter dem Begriff WASH versteckt sich Water, Sanitary Hygiene, Wasserfiltrationskapazitäten. Wir gehen jetzt nicht mit so einer Zwischenlösung los, dass wir für 50 bis 100 Menschen mal Wasser filtrieren können. Die Realität in Einsatzgebieten ist so, es gibt sowieso in begrenztem Maße immer Bottled Water. Es ist wieder eine moralische Herausforderung zu sagen, ihr müsst für euer Wasser selbst, ne, zuständig sein können.
Ich habe das in 25 Jahren noch nicht erlebt, dass wir nicht an Wasser rangekommen wären. Wenn wir für eine Klassifikation trotzdem das zeigen müssen, dass wir es könnten, dann doch gleich richtig. Wir haben jetzt eine Wasserfiltrationseinheit, die über Umkehrosmose, sagt vielleicht einige von euch, weiß mir nicht, über Umkehrosmose, was ein sehr, sehr, sehr gutes System ist, aus jedwedem Wasser, Brackwasser, wie auch immer, in einer Größenordnung von 15.000 Litern pro Tag Trinkwasser produzieren können. Das heißt, in der Zukunft, die vor uns steht, wo jetzt schon Trinkwasserknappheit ist ohne Ende, gehen wir auf jeden Fall tatsächlich auch mit so einem Konzept alleine ins Feld. Ihr verunsichert mich total. Was habe ich jetzt schon für Quatsch gesagt? Ja? Also, ja, da gibt es hier direkt hier, wird hier Swimmingpool und dann. Dahinter stecken dann auch so Sachen, an die man vorher gar nicht unbedingt gedacht hat. Zum Beispiel, da steht Office. Und da denkt man direkt so, boah, habe ich zum Beispiel auch gedacht. Ich dachte, für eine Klassifikation muss ich mir jetzt mobiles Büro. Wenn ich eins nicht ausstehen kann, dann die Idee, in ein Katastrophengebiet zu fliegen und Plastikstühle mitzunehmen. Ja? So, immer ganz blöd gesagt irgendwie. Wirklich so, da stellen sich mir die Zehennägel auf, weil ich nehme jetzt wirklich, ja, denke, ich verstehe den Anspruch, ja, die Theorie ist richtig, aber das ist tatsächlich. Aber wenn ich es mal umdrehe und sage, okay, dieses Büro an sich müsste wiederum auch eine eigene Existenzberechtigung haben, da kann ich natürlich sagen, so, wie viele Fälle fallen mir denn ein, wo wir als Aktivisten, Aktivistinnen zum Beispiel ratzefatze ganz schnell eigentlich so eine Operationsbasis haben müssen, die Dinge koordinieren können. Wie gut wäre das denn, wenn man im Endeffekt tatsächlich sofort mit den Sachen, die einem immer fehlen, irgendwo hingehen kann, Flightcase aufmachen, Drucker, Laminiergerät, Speichermedien, einfach die Sachen da hat, die notwendig sind, um effektiv zu arbeiten tatsächlich und Dinge tun zu können. Und da kommen wir so ein bisschen zu den Dingen, die man vielleicht so vom Hintergrund her noch erzählen könnte, erzählen sollte. Das eine Ding ist schon mal, jedes Modul macht allein für sich Sinn, keine Regalware. Das hatte ich schon ausreichend, glaube ich, erzählt. Jedes Modul ist an andere Strukturen anknüpfbar. Das ergibt sich wiederum so ein Stück weit tatsächlich aus dieser Nummer, wenn wir diese Klassifizierung, diese Beschreibung, die Strukturbeschreibung ernst nehmen und halt sagen, so, das ist ja das Positive dahinter, ja, SOPs entwickeln, Beschreibung entwickeln, klassifizierbar sein, heißt ja am Ende des Tages, das kann eigentlich jede Organisation nutzen, weil es ist klar, wie es laufen soll, damit es tatsächlich funktioniert und nach Standards funktioniert. Genau, steht da schon direkt unten drunter. Und die Hoffnung dahinter ist natürlich nicht nur, dass wir dann so mehr Einsätze machen können noch, als wir es jetzt schon machen, sondern wir schaffen Kapazitäten, die fehlen. Das hatte ich schon gesagt, bei den Intensivkapazitäten zum Beispiel. Es hatte ich erwähnt, Trinkwasserfiltration. Es ist immer zu wenig Trinkwasser da in Katastrophenregionen. Wir hoffen natürlich, das Networking zu fördern, weil wenn wir etwas anbieten können als Ressource, was andere brauchen, dann können wir das vielleicht fördern, was momentan in so der humanitären Landschaft nicht so dolle funktioniert, nämlich das wirklich miteinander zu arbeiten und zu sagen, hey, ich habe eine Komponente, die brauchst du eigentlich, angedockt sozusagen an das, was du hast. Und da können wir wirklich versuchen, also Kräfte zu vereinen, um effektiver arbeiten zu können. Tatsächlich, wenn wir sagen, diese Module, ist ja zwar Kardus drauf, aber es das heißt ja nicht, dass andere Organisationen, andere Gruppen, andere Initiativen nicht Zugriff darauf hätten. Das ist ja auch so, wie wir eigentlich Emergency Response aus solidarischen Kontext verstehen wollen. Wir wollen auch dabei Initiativen stärken und Ideen ermöglichen. Wenn also eine Gruppe sagt, ich habe eine Idee und ich kann die hinreichend tatsächlich vorplanen, ausformulieren, die Sinnhaftigkeit darstellen. Es fehlt jetzt aber tatsächlich daran, dieses und jenes Equipment, das müssten wir jetzt irgendwie kaufen, bis wir die Spenden dafür haben, schwierig. Da wäre hier genau der Punkt aus diesen modularen Gedanken heraus, könnten wir sagen, für den Einsatzzweck, ey, natürlich, warum nicht, hier ist erklärt, wie es funktioniert, ne? Hier ist erklärt, was man damit machen könnte. Und nicht zuletzt, das ist ja immer so ein Thema bei Cardus, was ist Cardus, was macht Cardus, hoffen wir daraus, so einen Anreiz für Engagement bieten zu können, weil gerade dadurch, dass wir jetzt nicht sagen, oder anders gesagt, ganz oft wird gesagt, ich bin ja leider kein Mediziner, keine Medizinerin, es gibt dadurch jetzt natürlich unfassbar viele Betätigungsfelder, ne? Von Communication, von Strom, Wasserfiltration, was alles erlernbare Fähigkeiten sind, sodass wir auch so ein bisschen hoffen, das, was viele machen wollen, nämlich eigentlich zu sagen, ich habe Lust, was zu tun,
aber was mache ich denn mit meiner Kompetenz? Die passt ja nicht. Das hören wir ganz oft. Da denke ich immer so, es gibt, glaube ich, keine Kompetenz, die nicht passt. Es ist nur die Frage, sie mit dem richtigen Equipment und der richtigen Struktur zusammenzubringen, um dann zu ermöglichen, tatsächlich daraus was zu tun. Ja. Das war das, was ich erzählen wollte. Danke fürs Zuhören. Habt ihr Fragen dazu? Ja, das wäre jetzt auch meine Frage. Am besten, also entweder du kommst hier nach vorne und stellst eine Frage oder ich gebe dir einfach direkt das Mikrofon. Okay. Eine einfache Frage. Ja, spannend. Ich stelle mir jetzt gerade vor, also in den meisten Fällen macht das ja total Sinn, weil das Konzept basiert ja einfach auf der Annahme, dass du nicht immer alle Module brauchst. Ne? Mhm. Also zum Beispiel, was weiß ich, das Wassermodul brauchst du jetzt nicht. So. Und jetzt können das in der Zeit, wo du es nicht brauchst, andere Initiativen irgendwo nutzen. Was ist aber, wenn du es dann brauchst, also was machst du dann? Du hast gesagt, das ist eine einfache Frage. Also, ich möchte auch noch was vielleicht so nachsetzen und sagen, es geht halt ja nicht nur darum zu sagen, wir brauchen es in dem Moment nicht für Medizin, sondern zu sagen, Wasserfiltration, ne, ist für ein kleines medizinisches Team oft nicht notwendig. Ne? Wir sagen so, Lesfos-Einsatz, ich muss dafür auch theoretisch das vorhalten können. War natürlich Quatsch, brauche ich in dem Moment nicht. Es ist für uns eher so, dass wir halt auch sagen, wir erweitern ja auch unsere eigenen Tätigkeitsbereiche. So. Ich sag mal vielleicht anders, wie kurzfristig wisst ihr denn, dass ihr jetzt so ein Mobile Hospital irgendwo hinbringen müsst? Ne? Also es könnte ja sein, dass ihr sagt, ihr wisst immer 3 Wochen vorher Bescheid und ihr verleiht einfach alle Module nur für 2 Wochen. Ja, und dann wäre das Thema ja gelöst. Also mich interessiert eher so die tatsächliche logistische Anforderung, ja. Was so euer Vorlauf ist, einen Einsatz zu haben. Ich glaube, da muss man vielleicht nochmal zu erklären, tatsächlich, oder ich fange mal so an, wie lange vorher wissen wir? Also als Beispiel, über diesen EMT-Mechanismus ist es so, ein Staat kann sagen, ich brauche jetzt Hilfe. Da kann er sozusagen diese Hilfe, die wird formuliert, ist ein sogenannter Request, der wird gestellt. Ja, über die UN, über die WHO kommt es dann zu uns. Und wir sehen so aktuell zum Beispiel Papua-Neuguinea sagt, wir brauchen Hilfe in der Covid-Situation. Sobald wir das erfahren, können wir sozusagen ja selber sehen, wie schnell, ne, laufen wir an quasi, wie schnell finden wir Leute ehrenamtlich, die mitgehen würden und so weiter und so. Das sind immer sehr unterschiedliche Dynamiken. Wenn morgen die Erde wieder wackelt auf Haiti, ist das medial gleich viel präsenter. Leute sind vielleicht auch viel bereiter zu gehen, als jetzt zu sagen, ach Covid, ne, erzähl mir was Neues. Das heißt, du kannst es so direkt und so genau tatsächlich nicht sagen. Der nächste Punkt ist aber, dieses Mobile Hospital als Ganzes, das würden wir sowieso von unseren Kapazitäten her noch lange nicht komplett alleine bespielen können und nicht alleine bespielen wollen. Wir haben tatsächlich etwas geschaffen, was wir sozusagen solidarisch sowieso miteinander eigentlich betreiben wollen würden. Also 20 Betten für Übernacht, ICU-Kapazitäten, ein Mobile Operation Theater. Das ist eine ganz schöne Menge Holz tatsächlich. Und das kam schon aus dieser Nummer heraus zu sagen, es sollte so etwas geben, das würde Sinn machen. Wenn jetzt etwas passiert, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, jetzt bricht auf Lesbos ein Vulkan aus, ja? Also eine Geschichte, wo halt sowieso schon solidarische Bewegung da ist, dann findest du auch schnell, glaube ich, halt die Crews zusammen, um das auf einmal so zu betreiben. Aber dieses komplette Mobile Hospital, die Katastrophe, wo das als Komplettpaket so gebraucht wird, auf die musst du auch schon tatsächlich warten, würde ich jetzt so sagen. Das damit beantwortet? Ja. Habt ihr ansonsten, also ich lasse jetzt einfach mal dem Live-Publikum den Vortritt, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Vielleicht kommen ja noch welche, dann hätte ich nämlich noch ein paar also aus dem Chat. Und zwar war eine Frage, woher das Wissen zu den verschiedenen Teilen überhaupt kommt. Also zum Beispiel jetzt Strom oder irgendwie so Wasserexpertenwissen oder sowas. Und wie lange es dauert, so Module zu entwickeln auch. Das ist ja eigentlich das Spannende und das Schöne auch an der Arbeit. Man muss ja neben all so Sachen wie Covid und
politisch wird immer alles schlimmer und so weiter, muss man sagen, es gibt ja auch schöne Sachen, wie zum Beispiel, das ist ja der Inhalt der Arbeit, Networking zu betreiben. Wir sagen halt nicht, jetzt gucken wir mal im Internet unter Kommunikation, was man da braucht, sondern das ist ja das, dass wir aktiv da nach außen gehen und halt schauen, da natürlich Leute zu fragen, von denen wir der Meinung sind, dass sie wesentlich mehr Ahnung haben. Wir haben ja jede Menge Arbeitsgruppen gebildet, übrigens nicht nur für Bereiche wie Wasserfiltration, sondern auch innerhalb des Medizinischen haben wir natürlich gesagt, allein schon dieses Thema, eine PHC, wie ist das gut aufgestellt? So, ne? Da will ich nicht Standardliste, sondern ich versuche halt, Leute zusammenzufinden, die in dem Bereich Arbeit, die eine Expertise haben und die halt sozusagen auch sozusagen so ein bisschen so einen frischen Blick darauf, was gibt es jetzt, was sollte man halt machen, gerade unter solchen Einsatzlagen wie Pandemie etc. Genau, das ist auf der einen Seite richtig schön, weil man mit viel mehr Leuten arbeitet als vorher. Das ist zeitgleich Pain in the Ass, weil es das Arbeiten mit Gruppen und Koordinieren und Ergebnisse klar runterformulieren auch immer. Und so kommt das ein Stück weit aber zusammen. Und wir haben natürlich dann, dass bei uns es verantwortliche Personen gibt, die diesen Bereich zugeordnet sind. Das muss aber zum Beispiel nicht sein, dass die Person, die sich so einen Bereich annimmt, tatsächlich die höchste Expertise jetzt gerade darin hat, sondern es geht darum, dass sich networkingmäßig diese Expertise zusammenholt. Es gibt halt für jeden der Bereiche natürlich sowohl bundesweit als auch international Facharbeitsgruppen und so weiter und so weiter. Und dann ist am Ende des Tages so ein bisschen Abwägung auch. Ne? Dass man zum Beispiel sagt, zur Wasserfiltration, wie lange, mit wie vielen Leuten rede ich darüber? Auf der einen Seite, was ist das Maximum, was ich kann? Und da kommen aber so Sachen ja mit rein, wie zum Beispiel, was macht denn Sinn, welche Anlage zu kaufen? Zum Beispiel, was machen denn die anderen Organisationen, die in Deutschland die gleiche Tätigkeit machen? Macht das vielleicht Sinn, das als Argument mit einfließen zu lassen, weil der Erfahrungsaustausch dann halt so größer ist und so weiter und so weiter. Und tatsächlich, das dauert dann schon so seine Zeit, aber ich glaube, wir haben da ein ganz gutes Bundle zusammengefunden. Du hast mir die Überleitung zur nächsten Frage schon gegeben, und zwar hast du gerade von anderen Organisationen geredet. Und eine Frage war, ob andere Organisationen das Konzept, das wir, oder ihr aufgestellt habt, auch benutzen können. Also wenn ihr euch die Mühe gegeben habt, irgendwie stundenlang Prozessbeschreibungen zu machen und so, oder ob die quasi dann auch nochmal bei Null anfangen müssen? Jetzt muss ich wieder aufpassen, kein Quatsch zu erzählen. Also bei uns ist sowieso immer alles Open Source. Das muss ich ja selber halt sagen, dass bei Open Source sich auch dann oft, also egal was wir entwickeln, welchen Prozess wir entwickeln, der ist halt transparent und irgendwie halt geben wir halt auch gerne weiter. Das ist tatsächlich bei Null anfangen. Das ist ja genau diese Idee gewesen, dass wir eigentlich auch damit andere Organisationen enablen wollen, die vielleicht noch nicht so weit sind oder die vielleicht vor den gleichen Schwierigkeiten wie wir stehen, ne, dass man erstmal eigentlich keine bezahlte Arbeitszeiten irgendwie zur Verfügung hat etc. Nö, also das ist schon alles offen und das ist bei uns irgendwo auch abgelegt. Deswegen sage ich immer, es gibt die Leute, die können zu Open Source mehr sagen als ich. Aber das heißt, wenn jetzt potenziell irgendwelche Organisationen zuhören würden, dann einfach mal eine Mail schreiben? Ja. Okay. Dann gab es noch eine Frage, ob wir das Mobile Hospital nur im Ausland einsetzen oder ob wir uns auch vorstellen könnten, das innerhalb von Deutschland einzusetzen. Also hatten wir jetzt auch ein paar Katastrophen oder eine Katastrophe, die innerhalb von Deutschland tatsächlich passiert ist, ob das auch eine Möglichkeit wäre? Da sage ich mal ganz klar, das Deutsche ist Jein. Ich glaube, das Mobile Hospital, also das ist aber jetzt so eine persönliche Einschätzung. Also, ich glaube, dass halt einzelne Komponenten auf jeden Fall einsetzbar sind in Deutschland. Ich glaube, dass halt die medizinische Katastrophenvorsorge tatsächlich so gut aufgestellt ist, dass der Bedarf tatsächlich ewig nicht da wäre. So Themen wie also Ahrweiler und dann die Technical Rescue zum Beispiel, die wir aufbauen, damit eins auf jeden Fall. Also das ist schon wieder natürlich immer eine ganz eigene Geschichte, weil da muss man dann wieder schauen und muss halt sagen, wie ist denn das, weil da gehe ich auf einmal nicht als Organisation in einem internationalen Kontext und übe Hilfe aus, sondern auf einmal gehen ja Ehrenamtliche in Deutschland mit einem ganz eigenen Regulatoriensystem und wollen Sachen machen. Da sind wir halt auch lange schon ganz am Gucken, wie ist das eigentlich? Da musst du dich auch versichern und wer darf was? Und das ist spannenderweise teilweise schwieriger, im eigenen Land irgendwie sozusagen Hilfe zu leisten, als ins Ausland zu gehen. Aber klar, möglich ist es. Okidoki. Und dann eine letzte Frage noch aus dem Chat war, ist es, ob es in der Nothilfe möglich ist, auch nachhaltig und dauerhaft zu helfen oder für Verbesserungen beizutragen? Oder ob das eben nur Kurzeinsätze sind und dann nach 3 Wochen sind wir wieder weg und nehmen alles wieder mit und als wären wir nie da gewesen? Vielleicht antworte ich mit einem bestimmt. Der Begriff der Nachhaltigkeit, wo fange ich da an?
Tatsächlich ist es in dem EMT-System zum Beispiel so vorgesehen, nicht wieder mit allem Material zurückzugehen. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das nachhaltig, wenn ich sage, es geht ein Emergency Medical Team irgendwo hin, hilft 2 Wochen, es wird vielleicht erweitert auf 4 Wochen, oder lasse ich mein Material da, Zelte und einen Generator, und dann habe ich einer Community vor Ort nachhaltig geholfen. Finde ich jetzt so ein bisschen schwierig. Ne? Das hat da viel was damit zu tun. Da steht da halt ein Generator rum. Ist das nachhaltige Hilfe? Glaube ich nicht. Tatsächlich ist das halt auch ein wirklich schwieriges, aber auch sehr interessantes Thema. Wir haben ja den Anspruch zumindest zu sagen, wenn wir irgendwo hingehen, auch dort Netzwerke aufzubauen, dann Wissensaustausch und so weiter. Und über eine Katastrophe hinaus gerne tatsächlich natürlich so Kontakte dann weiterzuentwickeln. Irgendwann bist du halt aus der Nothilfe raus und bist halt in so ein bisschen anderen Bereichen. Ne? So ist das halt Entwicklungszusammenarbeit, das böse Wort. Was ist es dann im Endeffekt? Deswegen sage ich, es ist bestimmt möglich. Die Wege dahin, das ist auch für uns, also der Anspruch ist es. Ist ganz einfach zu beantworten, zu sagen, so, wir haben da die Lösung. Das finde ich unfassbar arrogant und würde ich auch nicht hier so in die Veranstaltung hauen wollen. Okay. Habt ihr noch als Publikum irgendwelche Fragen? Ja, warte, ich gebe dir kurz das Mikro. Ja, gibt es schon irgendwelche anderen Organisationen, die irgendwelche Konzepte verwenden oder irgendwelche Sachen, die ihr entwickelt habt? Die wir entwickelt haben? Ja. Oh. Erste Frage aus dem Publikum. Bitte habt ihr an andere übergeben. Ha, ja. Der junge Mann aus der ersten Reihe hilft mir. Ich finde das, nee, also ganz ohne Flachs, ich finde es halt auch total schwer zu sagen, so, guck mal, was Geiles gemacht. Wir muckeln ja auch auf vielen Ebenen so rum und versuchen halt das Beste zu machen aus den Ideen, die wir haben. Ja, wir haben Mobile Hospital übergeben. Wie das jetzt im Einsatz ist, ob das, ne, Konzept auseinandergepflückt wird, das wäre so ein Punkt, wo ich halt sagen würde, ich fände das eine ganz schön krasse Feder, mit der man sich schmückt, wenn man sagt, so ja, auf jeden Fall. Es ist schon so zum Beispiel, wir hatten mal hier aus dem Makerspace heraus ein Projekt Live-Sensor. Das war der Versuch zu zeigen, dass Vitalparameter-Monitoring nicht so scheiße teuer und nicht so anfällig und unreparierbar sein muss, wie es ist. Das wurde mal auf einem Kongress in Kenia oder in Tansania vorgestellt. Das hat schon so ein bisschen so ein Eigenleben tatsächlich entwickelt. Ich würde da nicht so weit gehen und sagen, es sind Konzepte zum Beispiel. Also weißt du, was ich meine? Es fällt mir so schwer, sozusagen, ja, wir haben da was entwickelt und übrigens, das ist so Proof of Concept. Ja. War das deine Frage beantwortet? Genau, also der Punkt war ja irgendwie, weil du ja angesprochen hast, dass es auch darum geht, irgendwie andere Initiativen auch zu unterstützen und quasi so das Wissen zu teilen, was ihr da so erarbeitet habt und genau inwiefern das tatsächlich schon Anwendung findet. Genau. Wir haben halt zum Beispiel einen Dusch-LKW gebaut für Bosnien. Das war so der Punkt, wie gesagt, okay, da war alles an so struktureller Hilfe quasi auch illegalisiert und dann haben wir aus einem 7,5-Tonner im Endeffekt einen Truck gemacht, wo du halt mit 2 Duschen so dann heiß duschen konntest. Da haben wir gesagt, schaffen wir gar nicht, das selber zu betreiben und haben das zum Beispiel an andere Grassroots abgegeben. Das wechselte, glaube ich, 1-2 Mal, aber das sind zum Beispiel so Sachen, die halt, also die betreibende Organisation wechselte, aber das sind zum Beispiel so Sachen, wo wir halt sagen, das hat da schon tatsächlich funktioniert. Ja. Okay, ich stelle mich mal wieder hier neben dich. Sonst noch irgendwelche Fragen? Nee, ich kann vielleicht ergänzend dazu noch erzählen, dass wir gerade diese Aktion mit den Masken zum Beispiel. Erzähl. Dass wir also generell super viel mit anderen, auch kleineren Organisationen zusammenarbeiten in dem Kontext. Und dann zum Beispiel haben wir letztens irgendwie 1,5 Millionen Masken quer durch Europa verschifft. Das hat jetzt nichts per se mit diesem EMT-Konzept zu tun, aber wir sind auf jeden Fall mit denen in Kontakt und sind im Austausch, was das angeht, genau. Und wenn ihr jetzt keine Fragen mehr habt und im Chat es auch keine mehr gibt, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt oder den Weg hierher gefunden habt. Und wir freuen uns jetzt hier noch auf ein kleines Bierchen und einen Austausch miteinander und
viel Spaß daheim. Jetzt, was ihr verpasst habt. Tschüss.